Die Hauptkraft der Revolution in der Welt sind die unterdrückten Völker, nicht mehr so die Arbeiterklasse in den Metropolen. Das hat sehr viele Leute da auch angezogen. Kleines Beispiel, Hilo, du warst damals bei der Veranstaltung 1968 in der Türkei, was 68 war. Da gab es ein wunderschönes Beispiel, was mir immer so im Kopf geht, ganz plastisch. Die USA hat in Ankara eine moderne Universität der Türkei gestiftet. Und dann kam der US-amerikanische Botschafter hin, fuhr mit seiner Limousine vor, hat mit dem Direktor geredet und unten haben die Studenten, die in dieser Wohltat der USA ihren Studienplatz zu verdanken hatten, das Auto des amerikanischen Botschafters angezündet. Also so, die Widersprüche waren damals sehr zugespitzt. Man hatte den Vietnamkrieg, man hatte die Diskreditierung der USA auch als Hegemonialmacht. Und viele Menschen waren, wie wir auch, sage ich mal so pauschal, die diese Generation hier in Deutschland, aus dieser Generation, die hier in Deutschland aufgewachsen sind, wir hatten so die Vorstellung, wir sind auf der richtigen Seite der Geschichte. Selbst wenn wir jetzt verlieren, auf Dauer gewinnen wir immer, weil wir den Fortschritt repräsentieren und die Gesellschaft weiterentwickeln. Das war eine ganz wichtige Sache. So muss man sich die Auseinandersetzung vorstellen, die in dem Buch geschildert werden, und ich würde sagen, wir fangen direkt an zu lesen. Da bin ich auch gleich der Erste, der die erste Seite hier liest. Es war eine mondlose Nacht. Die Umrisse der einander überragenden Berge waren nicht auszumachen. Die Eisenbahnstrecke, die die Ebene in zwei Hälften teilte, die Asphaltstraße sowie der Fluss Karasu waren erst zu erkennen, wenn man direkt vor ihnen stand. Die Stadt im Norden, zu Füßen des Essentia-Gebirges, leuchtete wie ein Lichterfeld. Die Ebene war in eine lautlose Februarfinsternis gehüllt. Außer den Wachen der Militäreinheiten hatten sich alle zurückgezogen. Außer dem vom Gebirge entrissenen Wind, dem von den Dörfern hochsteigenden Hundegeheul und den Rufen der Gefängniswachen war nichts mehr zu hören. Es war wie ausgestorben. Unter den Straßenlaternen war niemand zu sehen. Wie in den Dörfern waren wohl auch im Stadtzentrum die schweren Vorhänge zugezogen und die Lichter in den Häusern gelöscht. Shahin hatte mal gehört, dass der Menschenschlag dieser Region auch im Schlaf auf der Hut war. Das Ohr am Boden, die Augen halb offen. Nicht zu Unrecht. Man konnte nie wissen, was die Ebene, die zuweilen wie eine Wiege bebte und noch vor kurzer Zeit 130.000 Menschen unter sich begraben hatte, wann vorhatte. Shahin, Gefangener in der Zelle Nummer 10 des 5 Kilometer südlich der Stadt, mittig in der Ebene befindlichen ersten Militärsondergefängnisses, ging mit der Kleberdose in der Hand zum Toilettenraum. Die vor den Zellen zur Innenwache abgestellten Soldaten saßen entweder auf ihren Stühlen oder machten mit knarrenden Stiefeln ihre Runden durch die schmalen Korridore. Die Außenwachen, zu zweit entlang der Mauern postiert, patrouillierten von einer Ecke zur anderen. Und der in der Nachtkälte gefrorene Schnee knirschte unter dem Gewicht der mit ihren G3, den Patronentaschen sowie dicken Winteruniformen beladenen Soldaten. Nur die plötzlich aufheulenden Wolfshunde und die Turmwachen, die zum Nachweis, dass sie nicht eingeschlafen waren, halbstündlich einen markerschütterten Schrei ausstießen, zerrissen nicht nur die Nachtstille des Gefängnisses, sondern die der ganzen Ebene. Mit den Sachen in der Hand betrat Shahin den Toilettenraum. Nachdem er die Tür verriegelt hatte, begab er sich ans Waschbecken. Die Eierkartonstücke waren aufgeweicht, er schüttete das überschüssige Wasser weg, goss etwas Kleber darauf und knetete die Masse. Bald hatte sich eine handtellergroße, teigartige Masse gebildet. Mit der runden Masse kehrte er in die Zelle zurück. Die Schale und das Waschbecken hatte er gesäubert, um keinerlei Spuren zu hinterlassen. Er ging zum Bett, holte sein Buch und setzte sich auf einen der kleinen Hocker hinter den Ofen, der in der Zellenmitte stand. Die platte Teigmasse legte er auf den noch brennenden Ofen hinter das Rohr. Hätte der Wachhabende, der direkt vor der Zellentür auf seinem Stuhl saß, durch das Gitter der Zellentür geguckt, hätte er sie nicht sehen können. Ab und an war das Knarren seiner Stiefel zu hören, wenn er sich bewegte. Shahin gab vor zu lesen. Dabei konzentrierte sich sein gesamtes Denken auf die Masse auf dem Ofen.
Immer wieder betrachtete er die beim Trocknen dampfende, wie Kuchenteig aufgehende Masse und fragte sich, ob das, was da entstand, Ähnlichkeit mit dem hatte, was ihm vorschwebte. Er hatte keinen wirklich konkreten Plan, aber falls er eine passable Maske herstellte, könnte er dazu vielleicht eine Fluchtmöglichkeit erdenken. Als die Stiefel des Wachhabenden zu hören waren, der aufgestanden sein musste und umherging, konzentrierte sich Shine auf sein Buch. 10 Minuten später war das gesamte Wasser in der Masse verdampft. Er schob sie zwischen die Seiten des Buches und legte sich wieder ins Bett. Aus der Schlafanzugtasche zog er das Messer hervor, das aus einer an den Stiel eines Einmalrasierers befestigten Anspitzerklinge bestand, und begann damit die Masse zu bearbeiten. Er lag mit dem Gesicht zur Wand, sodass die Wache, sollte sie durch das Gitterfenster sehen, nicht bemerken würde, was er da tat. Leicht war es nicht. Die Masse war gehärteter als nötig. Und je mehr sie erkaltete, desto härter wurde sie. Er musste sie also bereits als Teig formen und dann erst erwärmen. Dann schweiften seine Gedanken ab. Während er die Masse in seiner Hand betrachtete, ging ihm durch den Kopf, wie sehr sie Beton glich. Nun war sein Hirn von diesen Gedanken erfüllt. Und wenn ich statt Karton Sand verwende, etwas Betonähnliches vielleicht? Ach Unsinn, wohl kaum. Und wenn ich es doch probiere? Er war so tief in diese Gedanken versunken, dass er sich nicht einmal um seine beiden gegenüberliegenden Zimmergenossen scherte, die mal wieder im Schlaf Zwiesprache hielten. Während er abwechselnd den Blick auf die Wände geheftet, nachdachte und die Masse mit einem weiteren Messerstich bearbeitete, verging die Zeit. Sein Schädel war voller Fragen und allenfalls halbfertige Antworten. Das Grübeln hatte ihn erschöpft. Er legte Buch, Messer und Masse unter das Kopfkissen und kroch unter die Bettdecke, zog sie bis über die Ohren und schloss die Augen. Flucht war die schwierigste Sache auf Erden. Man musste einen Weg finden, mit dem man alle Hindernisse überwand, einen blinden Punkt erwischen in einem kleinen, vom Beton, Graben, Stacheldraht und den Augen von Wachen umzingelten Raum. War es etwa unmöglich? Zerbrach er sich vergeblich den Kopf? Wer hatte denn in all den Jahren schon fliehen können? Kein einziger. Einige, die es versucht hatten, waren erschossen worden. Uns entgeht keiner. Das war die Botschaft der betreffenden Ausnahmerechtskommandanten gewesen. Aus diesem Gefängnis schon gar nicht. Der stellvertretende Anstaltsdirektor, ein Oberleutnant, kam anlässlich seiner regelmäßigen Gespräche mit den Zellvertretern schon mal auf Flucht zu sprechen, um zu betonen, nicht mal ein Vogel könnte hier entfliehen, selbst dann nicht, wenn die Soldaten helfen. Nicht mal mit meiner Hilfe. Oder sollten Shines Fluchtträume der Geschichte von jener Schildkröte auf dem Wege nach Bagdad ähneln? Und wenn ich es nie erreiche, so sterbe ich eben auf dem Weg dorthin. Als er in den Schlaf, in den wievielten auch immer, in Gefangenschaft versank, beschwor er mit schier unendlicher Geduld und Hoffnung trotzdem weiter. Es war beschlossene Sache. Am nächsten Tag würde er es mit Sand probieren. Sollte er etwas Betonähnliches hervorbringen, könnte das wohl der Anfang eines Tunnels sein, der in die Freiheit führen würde. Auch wenn man bekanntlich nicht zweimal in denselben Fluss steigen konnte, schien zumindest theoretisch nichts dagegen zu sprechen, ein zweites Mal aus dem Gefängnis auszubrechen. Das Gefängnis befand sich irgendwo, inmitten eines hügeligen Gebiets, das hier und da steil abfiel, zwischen der Stadt, die an einem Hang des mit Wäldern und schroffen Felsen bedeckten Gebirgszugs errichtet war, und dem am Gebirgsfuß schäumend fließenden Schon. Eine Hügellandschaft, die von Obstbäumen wie Äpfel und Birne, Kirsche und Maulbeere, Walnuss und Herlitze sowie Gemüsegärten und schlanken Pappeln in ein Meer von Grüntönen getaucht war. Das Areal um das Gefängnis herum war karg und trocken. Ein schmaler asphaltierter Weg führte in scharfen Kurven von der Stadt hoch zum Gefängnis. Oberhalb des Gefängnisses befanden sich die Gebäude des Provinz-Gendarmerie-Regiments, unterhalb Einrichtungen des Infanterieregiments, in denen Hunderte von Soldaten kaserniert waren. Dahinter war ein steil zum Fluss Shodo abfallender Abgrund. Diese Zelle mit den Stahlschränken, in die sich kaum ein Wärter verirrte, wurde Emils Zelle genannt. Emil, der hier vor etwa 2 Monaten für fast 3 Monate eingesessen hatte, war Rumäne. Aufgrund einer Anzeige hatte man im Hafen ein rumänisches Schiff durchsucht und Schmuggelware gefunden.
Daraufhin war der Schiffskapitän, Emil nämlich, verhaftet und hierher gebracht worden. Weil er aus einem sozialistischen Land stammte, wurde er der linken Fraktion zugeordnet. Und Scheins Kommune erklärte sich bereit, ihn aufzunehmen. Doch hatte er sich nicht so recht an das Gefängnisleben anpassen können. Auch nicht an die Kommune. Er vernachlässigte die Körperpflege, lief ungepflegt herum, riss alles egoistisch an sich, statt zu teilen. Drückte sich vor Gemeinschaftsaufgaben wie Kochen, Spülen oder Aufräumen, so dass man sich in der Kommune fragte, ob das etwa der neue Menschentyp des Sozialismus sei. Andere bemerkten halb belustigt, halb verärgert, Emil sei das Produkt des revisionistischen Sozialismus. Emil fühlte sich zusehends unbehaglich und geriet in eine Krise. Irgendwann äußerte er den Wärtern gegenüber den Wunsch, allein sein zu wollen, so dass man für ihn eine Ecke jener Zelle freigeräumt und ein Bett hingestellt hatte. Wenige Tage später waren alle nachts durch das Geschrei von Emil aufgeschreckt, der Bleichmittel getrunken hatte. Er wurde umgehend ins Krankenhaus gebracht. 2 Tage später war er mit einem Verband am Kopf wieder da. Als er hereingeführt wurde, rief er mit der Faust in der Luft: Faschisten, Gendarmen, Faschistenwärter, einzig, einzig, einzig. Was er mit einzig, einzig meinte, war: Der einzige Weg ist die Revolution. Man erzählte sich, er habe im Revier dem an seinem Krankenbett wachenden Gendarmen 10 Lira in die Hand drucken wollen und "Ich finish" gesagt und prompt den Gewehrkolben auf den Schädel bekommen. Und nun diente Emils Zelle als Versteck für ihr Fluchtwerkzeug. Ich muss vielleicht einige Dinge noch erläutern. Shahin ist in dem Buch Adnan und Gönül, seine Frau Nesche, seine Witwe heute, der wir auch, wo wir am Samstag zum Essen eingeladen sind. Und vielleicht zu den türkischen Gefängnissen muss man noch sagen, die sind etwas anders wie die deutschen. Die sind natürlich vom damals zumindest in den 1980er Jahren von der physischen Behandlung her, von der Folter her, nicht vergleichbar mit Deutschland. Auf der anderen Seite gab es dort, es gab feste Gruppen, wo man in der Gruppe war, wo man sich einer Gruppe zuordnen musste, das ist vielleicht auch für manche nicht ganz einfach gewesen, aber man war quasi kollektiv gefangen und konnte auch diskutieren, konnte viele Dinge gemeinsam tun. Adnan hat mir mal gesagt, wo ich ihn gefragt habe, wie hast du das ausgehalten die ganzen Jahre, hat er gesagt, manchmal war es ganz furchtbar, hat man es kaum ausgehalten, aber manchmal war es richtig gut, wenn man mit den richtigen Leuten zusammen war und eben da auch sich als Gruppe verhalten konnte. Die deutschen Gefängnisse, die politischen Gefangenen hier in Deutschland, waren ja meistens in Isolationshaft. Das ist nicht ganz einfach, vor allem wenn es eine verschärfte Isolationshaft ist. In den 80er Jahren hat der Menschenrechtsausschuss, ja so heißt er, der UNO, die Bundesrepublik ermahnt wegen dieser sogenannten weißen Folter, die Isolation der Gefangenen. Und in der Türkei gab es 2 Gefangenenaufstände, als das deutsche System dort eingeführt wurde in den 90er Jahren, der tendenziellen Einzelhaft. Vielleicht noch ein Wort zu den politischen Flüchtlingen der 1980er Jahre, ganz kurz. Von meinen Erfahrungen her war es, und wir haben uns natürlich auch mal mit ein paar Leuten darüber unterhalten, wie das in den 1980er Jahren war und wie das heute ist mit den Flüchtlingen. Für uns war es damals mit den gleichgesinnten politischen Flüchtlingen oder ähnlich Gesinnten sehr viel einfacher in Kontakt zu kommen, weil man ähnliche Bücher gelesen hatte, ähnliche Vorstellungen hatte und man konnte sich da über andere kulturelle Unterschiede hinweg sehr leicht über Politik unterhalten. Das ist heute schwieriger mit den meisten Flüchtlingen. Man muss ein sehr persönliches Verhältnis aufbauen und erstmal gucken, mit wem hat man es da zu tun. Wir dachten, wir wüssten, mit wem wir es zu tun haben. Und das hat auch dazu geführt, dass man da sehr effektiv Solidarität hier führen konnte. Es sind auch viele Leute von der Abschiebung bewahrt worden, sage ich mal. Das hat nicht immer geklappt, aber oft. Und die politischen Flüchtlinge, die hierher kamen, das hat sich natürlich sehr schnell ausdifferenziert. Manche sind auch in die Türkei zurückgegangen zum Kämpfen. Manche haben sich auf die Türkei nur konzentriert von hier aus mit ihrer politischen Arbeit. Manche sind aber auch hier in Deutschland in der Gesellschaft aktiv geworden. Da gibt es auch sehr viele Geschichten. Bei Adnan war es so, dass er sehr viel aufgearbeitet hat, ziemlich schnell. Und seine politischen Ansichten, er war in der Organisation Devrim Ciyol, Revolutionärer Weg, eine eher undogmatische Organisation, aber viele Vorstellungen, die er damals hatte, über Bord geworfen hat und
eine Menschenrechtsarbeit bevorzugt hat, wo es um kleine Verbesserungen eben bei den politischen Rechten in der jeweiligen Gesellschaft geht. Wir haben uns da oft auch gestritten, aber das war Adnans Weg, der für ihn sehr stimmig war, würde ich mal sagen. Er war da mit sich im Reinen. Wir haben uns auch zum Beispiel gestritten, sollen PKK-Leute in der in Allerweltshaus eine Veranstaltung machen dürfen, da war er strikt dagegen. Fand ich ihn zum Beispiel nicht so gut, aber es war seine Arbeit, Art, das aufzuarbeiten, und er hatte eine sehr stimmige Art da drin. Jetzt geht's weiter mit Dorn. Er hat den Roman so strukturiert, eine Seite erfahren wir, wie er vorbereitet, zweite Flucht, die ganze Buch, und rückblickend erzählt er die erste Flucht und aber auch über seine Vergangenheit, also über Kindheit und über den Ort, wo er geboren ist, über die Menschen, unter sich groß geworden war. Und was ich jetzt lese, er erzählt hier über seinen Geburtsort, Şavşat. Und der Titel heißt Bir Zamanlar Şavşat. İnsanı doğasına benzer Şavşat'ın. Dağları gibi engin, suları gibi coşkun, ormanları gibi kardeş yüklüdür. Çiçekleri gibi bal damlatır ağzına. Doğadan alır, yüreğine, bedenine kadar Şavşat insanı. The Menschen schlafen in Şavşat wie die Natur dort. Massiv wie das Gebirge, temperamentvoll wie das Wasser, geschwisterlich wie die Wälder. Seine Worte gleichen dem Honig, den Schauschers Blumen spenden. Er nimmt die Gaben der Natur und speist damit Leib und Seele. Der Menschenschlag Schauschers nimmt von der Natur und speist damit seine Stimme, legt Farbe und Duft von Wiesenblumen, Nebel und Wind der Hochebene auf Wunden seines Herzens und bringt Lieder daraus. Anschließend verbreiten sich diese Lieder rot und schwarz, schneereich und nebelumwoben über das ferne Gebirge, allen an der Felsen wieder, vermischten sich mit dem Schaum der Flüsse, dem Rauschen der Wälder und steigen mit ausgedehnten Melodien in den Himmel empor. Vogelschwärme, Schmetterlinge und Sternhaufen gesellen sich zu diesen Stimmen und weilen tags und nachts über Schafschat. Himmel und Herde beide gaben dem Schafschatter ihr Bestes. Ihre Küstenquellen für seine Hochebenen, ihre üppigsten Tannen für seine Wälder, seine Berge bedeckt mit Blumen, mit schönstem Rot, dem schönsten Violett, dem wohlriechendsten Duft, die alle grünsten Wiesen bedeckten seine Teller, alle glaste Wasser mit dem allerweißten Schaum fließt in seinen Bächen, der allerblauste Himmel mit den alle Sterne bedeckt ihn. Die Jahreszeiten sind vereint. Während in Rabat, Jarat, Sattel die Kirschen rot werden und die Maulbeeren reif, sind in Samjel die Kuiten gelb, erblühen auf dem Djinn-Gebirge der Garnison Koca Bey und der Keda-Platte die ersten Frühlingsblumen. Während im Papatwald die Tannenzweige sich unter der Sonne röten, liegt in Sahara auf dem Kaçkar-Gebirge und dem Saçarhya-Hügel Schnee. Seit Menschengedenken lebt der Schafschatter geknechtet. Wenn er jemanden in Lachsschuhen sieht, sieht er den Hut, weil er ihn für einen Herrn hält. Sieht er einen Anzugsträger und sei es bloß ein Schreiber, nimmt er demütig Haltung an. Seit Menschengedenken liest er dem Landrat, dem Kreisvorsteher, dem Gendarmeriekommandanten, Steuereinnehmer und Forstaufsteher sowie Müfte und Hoca jeden Wunsch von den Augen ab, um diesen umgehend zu erfüllen. Und für eine Glückwunschkarte, eine Stachel Bauernzigaretten, ein Stück Kernseife, einen Blechkanister Petroleum
Kaufmann seine Stimme, um Abgeordneter, Senator, Minister zu werden. Seit Menschengedenken stirbt der Mensch in Schafstadt jung, stürzt vom Weg, schmal wie ein Ziegenpfand in den Abgrund und stirbt. Wird von einem Holzklotz getroffen und stirbt. Wird von Lawinen und Sturzbächen mitgerissen und stirbt. Ist auf einen Ochsenkarren unterwegs zum Arzt und stirbt. Wird schwanger und stirbt von der Geburt. Seit Menschengedenken ist der Fürbitter des Gebäude. Der Erde und dem Himmel ist er dankbar und zeigt sich jenen erkenntlich. Sieht seine geblümten Kleider, seine Hemden aus Schallstoff an, legt die gelben und roten Tücher um, nimmt die weißen Taschentücher in die Hand, veranstaltet einen Reihentanz, der in Djengelek beginnt und erst in Misrata und Gadachil endet. Und er weiß solcher Art diesen Hocherbenen, die ihm Butter und Käse spenden, seinen Dank. Nicht einmal das entlängste Waldstück überlässt er sich selbst, der wehmütige Zungenruf eines jungen Mädchens, der übermütige Geschrei einer halbwüchsigen Halt auch dort wieder. In aller Herrgottsfrühe beginnt er zu arbeiten und hört Mitternacht erst auf. Nicht einmal ein Büschel Kraut lässt er im Fest vertrocknen. Selbst die entlegensten Felder versorgt er mit dem schäumenden Wasser der Bäche. Nicht einmal ein Bündel Reisig lässt er verrotten, sondern trägt es als Feuerholz nach Hause. Sommers beißt er in aufeinandergelegte Frühlingszwiebeln, winters rollt er seinen steinharten, salzigen Käse und stippt sein Maisbrot in dessen Krummen. Was die Erde und der Himmel hergeben, erfreut das Auge, macht aber nicht satt. Sein einziger Reichtum ist der Wald und dann fällt der Staat seit Jahr und Tag. Füllt Lastwagen damit und bringt ihn fort. Dennoch spricht er stets für Bitten für den Staat und bleibt ihm gewogen. Bis Mitte der 70er Jahre. Zur zweiten Hälfte der 70er Jahre ist der Mensch in Schafstadt zornig, wie alle erwachen. Es reicht ihm. Er steckt seinen Nachterde, milchtannereich riechenden Hände empor und fordert Arbeit, Brot, soziale Sicherheit. Fordert Krankenhäuser, Schulen, Straßen, Strom und ruft nach Gleichheit, Freiheit und Gerechtigkeit. Vielleicht noch eine kurze Anmerkung. Schafstadt liegt im extremsten Nordosten der Türkei und ist eine Gegend, wo 30 georgische Dörfer sind. Auch Adnan kommt aus einem georgischen Dorf. Die Menschen sprechen Georgisch. Sie sind nach dem Ersten Weltkrieg durch die Grenze, die die Engländer gezogen haben, als Kolonialmacht auf der falschen Seite gelandet, sage ich mal. In der Türkei gelandet und nicht in Georgien. Da lief die Grenze ein bisschen schräg. Und die Türkei ist natürlich ein moderner Nationalstaat, der versucht zu homogenisieren. In der Türkei leben Türken. Türken sind natürlich stolz, Türken zu sein, aber in der Türkei lebten real Kurden, Armenier, Juden, Griechen, Georgier und alles musste vereinheitlicht werden, wie in jedem Nationalstaat. Und das hat sehr viele Widersprüche geschaffen, die dann auch in den 70er Jahren, zumindest was die Kurden angeht, an die Oberfläche gekommen sind und ihren Ausdruck gefunden haben. Bitte. Wir haben jetzt die Hälfte. Habt ihr noch Lust? Okay, gut. 71, die Balios-Bewegung gegen die Linke eingeläutet wurde, hatte er, wie alle Schüler, den Lehrern und Erwachsenen Glauben geschenkt und zu Gott gebetet, damit die Anarchisten, deren Bilder am Rathausplatz, am Regierungsgebäude und an den Busbahnhöfen prangten, gefasst wurden. Ein Unheil namens Linke war über das Land eingebrochen und die Armee hatte interveniert, um es von diesem Unheil zu erlösen. Linke,
Das waren Anarchisten, Kommunisten. Und Kommunismus bedeutete Moskauhörigkeit, bedeutete Vaterlandsverrat. Es bedeutete, Feind von Staat, Nation und Religion zu sein. Es bedeutete, dass Ruhm und Ehre, Stolz und Ansehen des Türkentums mit Füßen getreten wurden. Rundfunk und Presse hatten ein solches Bild der Anarchisten gezeichnet. Der Anarchisten, die Banken überfielen, Industrielle entführten, US-Basen bombardierten, Polizisten und Soldaten erschossen. Der Staat rief jeden Einzelnen zur Mobilmachung gegen sie auf. Damals war keiner begierig gewesen zu wissen, was diese Anarchisten denn eigentlich wollten. Alle hatten dem Glauben geschenkt, was sie im Rundfunk gehört, in der Zeitung gelesen, was die Ausnahmerechtskommandanten verkündet hatten, ohne Nachfrage. Alle plapperten das nach, was Gouverneure, Landräte, Richter und Staatsanwälte, Sicherheitsbeauftragte, Kommissare, Kreisvorsteher, Obergendarme mit Doppelbalken am Ärmel vorbildeten. Feinde von Staat, Fahne und Religion, Anarchisten. Anarchist, das war ein bisher ungehörtes, nagelneues Wort. Jeder sprach es anders aus. Die einen sagten Anarchinist, andere Anarchilist. Einige vereinfachten es einfach zu Anarchid. Und alle, vom Hirten im Gebirge bis zum Gymnasiasten, hatten sich mit Soldaten und Polizisten verbündet und beteten für die Festnahme dieser 40 oder 50 Anarchisten und hatten sich aufgemacht, diejenigen zu erwischen, die deren Fotos nachts von den Plätzen herunterrissen oder heimlich die Namen anarchistischer Organisationen an Klassenwände schrieben. Wurde ein Anarchist gefasst oder erschossen, feierten und jubilierten sie. Und als dann der berühmteste dieser Anarchisten, Maye Chayan, mit seinen Freunden erschossen und Dennis Gezmiş mit seinen Freunden gehängt wurde, hatten alle tief aufgeatmet. Heimat und Staat waren gerettet, der Glaube nicht verloren. Chayan war einer von denen, die sich freuten. Es gab auch solche, die aus der Reihe tanzten. Schließlich wurden ja die Bilder am Rathausplatz Nacht für Nacht abgerissen und die Namen anarchistischer Organisationen heimlich an Klassenwände geschrieben. Es kursierten Gerüchte, einige der jungen, neu eingestellten Lehrer, frisch von der Uni kommend, seien Kommunisten und hätten schon einige Jugendliche und Schüler vom rechten Weg abgebracht. Die wurden einer nach dem anderen auf der Straße abgefangen und verprügelt. Chayan fand, dass die Prügler im Recht waren. Doch die Zahl der anderen stieg langsam, aber stetig. Auch einige, mit denen Chayan befreundet war, hatten sich zu ihnen gesellt. Eines Tages hatte einer von denen doch tatsächlich behauptet, dass es keinen Gott gebe. Da hatte Chayan ihm solch eine Ohrfeige gegeben, dass sich alle 5 Finger abgezeichnet hatten. Ein anderer hatte ihm in der Pause gestanden, Sozialist zu sein und ihm ein Buch zur Lektüre aufgedrängt. Chayan hatte das Buch schreiend in eine Ecke geschleudert. Fast hätte er ihn verdroschen. Die abseits an den Schulhofzaun gelehnte Aufsichtslehrerin, eine von den dienstälteren Lehrern der Schule und seine Lieblingslehrerin dazu, war zu ihnen gekommen, hatte das Buch aufgehoben, seinem Besitzer zurückgegeben und, an Chayan gewandt, gesagt, für einen, der aus Afrin stammt und kein Sozialist ist, habe ich nur Mitleid übrig. Chayan war erstarrt. Sie auch? Sie gehörte also auch zu denen? Wenn es ihm ein anderer gesagt hätte, hätte er es niemals geglaubt. Was war denn dieser Sozialismus, dass diese tolle Lehrerin einen bemitleidete, wenn man sich nicht dazu bekannte? Und was hatte es damit zu tun, dass man aus Schafschaft stammte? Gib her, hatte Chayan zu seinem Freund gesagt und das Buch an sich gerissen. Es war Maxim Gorkis Roman Die Mutter. Noch in jeder Nacht hatte er es ausgelesen. Er war verstört. Es hat ihn umgehauen. Gott, wie anders war doch dieses Buch als die anderen. Er hatte noch nie ein solches Buch gelesen, nicht einmal annähernd. Ausbeutung der Arbeitenden also, der Staat als Unterdrückungsmechanismus also, der Sozialismus als Internationalismus gegen großes Unrecht also, eine große Menschenliebe also. Oh Gott, das hieß seine Leute, seine Dörfler, das Elend in Schafstadt, also eine Sache der Ausbeutung. Pavel hat sich also für die Glückseligkeit der Werktätigen, das hieß also, dass auch Marien und Freunde, Dennis und Freunde wie Pavel, wir Sozialisten, sagte Pavel, für eine Welt ohne Ausbeutung, in der der Wert der Arbeitskraft honoriert wird, sagte Pavel. Ich bin auch Sozialist, hatte Chayan gerufen und war zu seinen Freunden geeilt. Nicht nur Chayan, der eine auch und der andere und noch einer. Und am Ende hatte nahezu die gesamte Schule begonnen, dem zu lauschen, was die neue Generation von Lehrern zu sagen hatte.
die Generation von Mayit und seinen Freunden, Dennis und seinen Freunden, von denen nicht wenige mit ihnen gemeinsam studiert oder im selben Wohnheim gewohnt hatten. Und so hatte die Zahl derer, die sich als Sozialisten bezeichneten, rapide zugenommen. Diesen Lehrern, die nie zuvor Gehörtes zu erzählen hatten, hingen sie mit großer Neugierde und Wonne an den Lippen. Vielleicht ganz kurz dazwischen, dieser Dennis Gischmisch, das war der Rudi Dutschke der Türkei, kann man sagen, war ein 68er Studentenführer. Ich war vor 2 Jahren in Diyarbakir im Südosten der Türkei, da hängt er überall noch an der Wand. In den Touristenshops gibt es da keine Ansichtskarten von der Gegend, sondern irgendwie bestickte Teppiche mit dem Kopf von Dennis Gischmisch. Das ist also noch sehr verbreitet und es ist, mehr abgebrochen, wie es hier vielleicht ist, weil das ist irgendwie, so habe ich es mal gelesen, aus einer fernen Zeit. Aber hatte eine unheimliche Wirkkraft. Ja, ich möchte an dieser Stelle etwas Persönliches über Adnan was vorlesen. Ich habe diesen Text für ein Sammelbuch geschrieben und jetzt lese ich sozusagen die gekürzte Form. Vielleicht hilft, wenn man danach das Buch liest, also ein Überblick über den Autor. Mein Fluchthelfer und mein Herz. Adnan Keskin war mein Fluchthelfer und Freund, der es mir im Herbst 1991 ermöglichte, aus dem Land zu flüchten, in dem ich geboren und später verfolgt wurde. Wir sind im selben Jahr und im selben Landkreis geboren und hatten zusammen begonnen, von Dorf zu ziehen, um die Waldbewohner für unsere Idee zu gewinnen und einen Aufstand zu machen. Wir waren beide 18 Jahre alt. Die Revolution war damals nicht nur ein magisches Wort, sondern ein Ziel, dachten wir, das wir leicht erreichen konnten. Es war die Mitte der 70er Jahre. Der Bürgerkrieg, in dem wir uns befanden, hatte uns in die verschiedensten Orte und Ereignisse katapultiert. Als wir uns wieder trafen in Köln, waren schon 70. Ich hatte auch damals das Manuskript gelesen und ich wusste, dass er vielleicht nicht wieder versucht zu schreiben, deshalb habe ich ihn gezwungen, 2008, dass er nochmal das Buch überarbeiten soll. Er hat verzögert und ich habe gesagt, dann übernehme ich als Lektor, überarbeite ich das Buch und dann kannst du deine Meinung sagen. Und er hat gesagt, ja, das ist verbessert, aber ich möchte warten wieder. Also, und dann ist er gestorben. Also da ich im Computer alle Daten hatte, konnte ich dann die letzte Zusammenarbeit mit Adnan also mir erlauben sozusagen wieder überarbeiten über das Manuskript mit seiner Frau Nesche und Chala zusammen. Das ist das Einzige, das Adnan nicht weiß, die Zwischentitel. Also damals in Schamstadt. Also für die Erleichterung zum Lesen, wir haben diese Zwischentitel hingefügt und sonst die Form, also wie er strukturiert hat, ist die letzte Version, dass er selber gelesen hat. Also deshalb kann man nicht sagen, dass wir das Buch viel geändert haben und so weiter. Also das ist die einzige Sache, dass ich sozusagen die Zwischentitel
hingefügt habe. Danke. Wir sind im selben Jahr und im selben Landkreis geboren und hatten zusammen begonnen, von Dorf zu ziehen, um die Waldbewohner für unsere Idee zu gewinnen und einen Aufstand zu machen. Wir waren beide 18 Jahre alt. Die Revolution war damals nicht nur ein magisches Wort, sondern ein Ziel, dachten wir, das wir leicht erreichen konnten. Es war die Mitte der 70er Jahre. Der Bürgerkrieg, in dem wir uns befanden, hatte uns in den verschiedensten Orten und Ereignissen katapultiert. Als wir uns wieder trafen in Köln, waren schon 17 Jahre vorüber. In diesen 17 Jahren wurden über 3000 junge Menschen aus politischen Gründen ermordet. Nach dem Putsch vom 12. September 1980 wurde eine halbe Million Menschen in der Türkei festgenommen. Viele wurden missgehandelt und gefoltert. Hunderte von ihnen wurden umgebracht. 50 davon wurden aufgehängt. Darunter war ein Junge, der keine 18 Jahre alt war. Adnan wurde wie ich zweimal festgenommen und zweimal gelang es ihm, aus den Gefängnissen durch mit den Händen gegrabenen Tunnel zu entkommen. Im Herbst 1987 erreichte er Köln. Er war Mitgründer des türkischen Menschenrechtsvereins und von Don Quixote, das Radio der Träume und Wahrheit. Unermüdlich kämpfte er gegen die Windmühlen der Menschenrechtsverletzungen, nicht nur in der Türkei, sondern weltweit. Er solidarisierte sich mit den Menschen ohne Papiere in Deutschland, mit den Roma-Flüchtlingen aus den Kriegsgebieten und er beschäftigte sich mit den überdimensionalen Gewalterfahrungen des 20. Jahrhunderts. Zusammen haben wir 2007 die Raphael-Lemkin-Bibliothek im Kölner Allewelshaus gegründet. Darüber hinaus entwickelte er ein Menschenrechtsprojekt, das hauptsächlich durch die von ihm organisierten Partys finanziert wurde, das in Köln einmalig war und ist. Erinnern und Handeln für die Menschenrechte. Dass wir nun ein Menschenrechtsfestival in Köln haben, verdanken wir ihm. Als er im Herbst 1987 nach Köln erreichte, wurde ich gerade frühzeitig aus der Haft entlassen. Ich war sehr neugierig, wo Adnan gerade sein konnte. Ich dachte, wenn er das riesige Flachland von Erzincan überqueren und die Berge der Schwarzmeerküste versetzen konnte, dann konnte er doch auch nach Westen flüchten. Wie ich 17 Jahre später erfahren habe, fuhr Adnan nicht nach Westen, sondern nach Osten in Richtung seines Heimatdorfs, in der seine Frau Neşe lebte. Kurz darauf kam er durch Hilfe von Freunden nach Istanbul und von dort aus gelang ihm Flucht nach Deutschland. Ich erfuhr 17 Jahre später in Köln, dass er in Istanbul nur ein paar hundert Meter von meiner damaligen Wohnung bei einem gemeinsamen Freund Unterschlupf gefunden hatte. Nach meiner Entlassung lebte ich mit meiner Frau und meinem vierjährigen Sohn in Istanbul. Meine Frau und ich gehörten einer kleinen kommunistischen Gruppe an und agierten durch die heimlichen gedruckten Flugblätter, Broschüren und Depeschen gegen die Putschisten, die am 12. September an die Macht kamen. Aufgrund unserer Aktivitäten wurden wir beide im Mai 1985 festgenommen, gefoltert und schließlich zu 6 Jahren und 7 Monaten Haftstrafe verurteilt. Nach der Entlassung aus der Haft jobbte ich als Musikinstrumentenbauer, meine Frau als Krankenschwester und später als Lektorin bei einer Boulevardzeitung in Istanbul. 1989 kam unsere Tochter zur Welt. Im selben Jahr hat das militärische Obergericht das gegen uns verhängte Urteil aufgehoben und verlangte für mich 20 Jahre
und für meine Frau 13 Jahre und 4 Monate Haftstrafe. Wir mussten wieder untertauchen, entschieden, das Land zu verlassen. Fluchtmöglichkeiten im Ausland mit 2 Kindern und gefälschten Pässen waren kaum vorhanden. Als ich dann Adnan telefonisch kontaktierte, ob er mir helfen würde, aus dem Land zu flüchten, lebte er schon in Köln. Das war Ende 1991. In Istanbul steigen wir, mein Sohn und ich, mit gefälschten Pässen in ein Flugzeug. Als wir landeten, wartete mein Freund Adnan und seine Frau Nesha am Kölner Flughafen auf uns. Sie holten uns mit dem Auto ab und brachten sich nach Hause. Kurze Zeit später flohen meine damalige Frau und meine Tochter auf demselben Weg nach Deutschland. Seit meiner Flucht nach Deutschland entwickelte sich eine sehr enge Beziehung zwischen mir und meiner Fluchthelferinnen Adnan und Nesha. An sonnigen Sonntagtagen kaufte ich dünnes Pida aus der arabischen Bäckerei in Ehrenfeld, radelte weiter in die Richtung Zündorf, wo Adnan, Nesha und ihre Tochter am Ufer der rechten Rheinseite wohnten. Wir aßen geschmolzenen Käse aus Schafschat und redeten über dies und das, meistens jedoch über Heimat und über unsere Vergangenheit. Adnan fand es merkwürdig, dass das Grün genauso grün wie daheim war, so wie die Bäume, Blumen und das Gras, aber irgendwie doch anders. Ob es für mich auch so wäre, fragte er neugierig. Ich ahnte, dass unsere Wahrnehmung mit unserem Heimweh zu tun hatte, dessen Sehnsucht danach uns krank gemacht hatte. Das ist ein schwieriger Teil. Im November 2013, nach einer Routineuntersuchung in Hamburg, musste ich am Herzen operiert werden. Tut mir leid, glaube ich. Da kommt alles hoch wieder. Soll ich lesen? Ja, gerne. Im November 2013, nach einer Routineuntersuchung in Hamburg, musste ich am Herzen operiert werden. Als ich auf der Intensivstation aufwachte, sah ich, dass Adnan mich besuchen kam. Wir durften ein paar Minuten reden. Ich hatte Sorge, ob sein Herz bis zu seiner eigenen Rückkehr in die Heimat durchhalten würde. Das sollte in 5 Jahren sein. Ich fragte ihn, wann er denn zum Arzt gehen will. Bald, sagte er lächelnd, bald bei der ersten Gelegenheit. Das letzte Mal trafen wir uns auf dem Weihnachtsmarkt im Stadtgarten in Köln. Wie üblich haben wir Glühwein getrunken und von Bratwurst bis Pommes alles wahllos hinuntergeschlungen. Da er so lustig und lebendig war, dachte ich, sein Heimweh könnte seinem Herzen keinen Schaden mehr zufügen. Am 3. Januar 2014 blieb es stehen. Ausgerechnet an dem Todestag meiner Mutter, die nach meiner Flucht 1993 verstarb. Jetzt bist du dran. Sollen wir noch alles lesen? Oder? Wie sieht es aus? Ja, wir hätten jetzt jeder noch ein kurzes Stück aus dem Buch. Lesen? Natürlich. Lauter nicken. Können wir. Am nächsten Tag schaute er in Enders Buchladen vorbei, ehe er sich ins Dorf aufmachte. Er wollte den Lehrer sehen, aber auch ein paar Bücher kaufen. Ender war sein Literaturlehrer am Gymnasium gewesen. Der erste, den man zusammengeschlagen hatte. Er war es gewesen, den man unter dem Ausnahmerecht suspendiert hatte. Später, nach der Gründung der CHP-Regierung, wurde er zwar wieder eingestellt, aber von der Frontregierung erneut vom Dienst genommen. Schließlich hatte er einige vom Vater geerbte Felder verkauft, einen kleinen Buchladen eröffnet und eine kleine Druckerei angeschlossen. Mittlerweile hatte er 2 Bücher geschrieben, die ihn landesweit bekannt gemacht hatten. Er brachte eine 2-seitige Wochenzeitung heraus, die fast die gesamte Kreisstadt abonniert hatte. Schafschat Postasi, Zeitung für Wirklichkeit und Träume.
Auch du begrüßte ihn, Ende, das Schicksal der Schaffstatter Jugend, als ob die Zugangsprüfungen nicht schon schwierig genug sind. Jetzt sind wir schon so weit, dass man nicht mal mehr studieren kann, wenn man bestanden hat. Ihr seid aber auch aufmüpfig. Dank Ihnen, meinen Lehrer. Ich habe niemals gewollt, dass ihr nicht studieren könnt. Aber es ist ja nicht Ihre Schuld, Sie sind doch auch suspendiert worden. Jetzt haben Sie schon angefangen zu töten, fuhr er traurig fort. Früher hat man einander wenigstens leben lassen. Wenn es so weitergeht, wird noch viel Blut vergossen. Wenn ihr es ihnen wenigstens nicht gleich tun würdet, wenn ihr nicht zu den Waffen greifen würdet. Wie auch immer, mein Lehrer, wir werden sehen. Ich wollte ein paar Bücher kaufen. Marx, Engels oder doch Lenin oder Stalin, was anderes lest ihr schon lange nicht mehr. In dieser Zeit brauchen wir deren Bücher am allermeisten, mein Lehrer. Keineswegs, wo es doch so viele andere wertvolle Bücher gibt. Dann überlasse ich Ihnen die Auswahl. Er schien darüber erfreut zu sein. Sofort zog er ein paar nebeneinander stehende, schmale Bändchen aus den Regalen. Shakespeare, sagte er, Shakespeare musst du lesen. Du solltest die Bedeutung menschlicher Tugenden kennen. Aufrichtigkeit, Redlichkeit, Zuneigung, Liebe, Würde. Du musst begreifen, dass selbst ein König liebenswert sein kann, wenn er Tugenden hat und ohne Tugenden selbst ein Marxist nur widerwärtig ist. Schein kaufte die Bücher, auch wenn er ihm nicht wirklich zustimmte, verabschiedete sich und brach auf. Als er das Haus erreichte, fiel die Dämmerung bereits ein. Der Großvater war zwar noch so rüstig, dass er Holz spalten konnte, aber mit jedem Jahr war er schwerfälliger, wie ein Stein, der immer schwerer wiegt, je höher er an die Oberfläche steigt. Trotzdem war er immer noch an allem interessiert. Er verpasste nie die Nachrichtensendungen im Radio, ließ sich täglich die Zeitung vorlesen, stellte viele Fragen, um ja alles zu verstehen. Jetzt bin ich schon so alt und habe noch nie eine Regierung erlebt, die gegen Streitigkeiten und Auseinandersetzungen gewesen wäre. Entweder bringen sie die eigenen Leute um oder sie sorgen dafür, dass Menschen sich gegenseitig niedermetzeln, sagte er zu Schein. Und wie jedes Mal, wenn er sich über etwas ärgerte, das er nicht ändern konnte, fügte er hinzu: Ich habe mir eine verdammt schlechte Zeit zum Altwerden ausgesucht. Der Vater war wie ein Freund für Schein. Er hatte Verständnis für ihn und machte keine Vorhaltungen. Die Mutter reagierte, wie seine Freunde es vorhergesagt hatten. Hättest du dich da nicht raushalten können? Schein lebte nun im Dorf. Abends ging er mit seinen Freunden rodeln, nachts zog er sich mit einer Porzellankanne voller Tee in sein Zimmer zurück und las bis in den frühen Morgen. Shakespeare hatte er zugunsten von Lenins Was tun und Maya Chayans ununterbrochene Revolution vorerst beiseite gelegt. Er stand gegen Mittag auf und ging nachmittags in die Teestube im Dorf, um sich mit den Dörflern zu unterhalten, die die Ereignisse verfolgten und zu begreifen versuchten, was vorging. Alle stellten dieselbe Frage: Wo kommt denn dieses Links-Rechts auf einmal her? Eine Woche war Schein bereits im Dorf. Als es klopfte, las er dem Großvater gerade einen Artikel aus der Chumodiet vor, die mit der Post gekommen war. Sie saßen auf dem langen Sofa in der guten Stube. Es war kurz vor Mittag, sie hatten gerade den Frühstückstisch abgeräumt. Es war ein klarer, sonniger Tag. Die Mutter war bei der Nachbarin, der Vater in der Schule. Im Dorf war es nicht üblich anzuklopfen, also musste es ein Auswärtiger sein. Hallo. Das Lächeln dieses Mädchens, wie sie mit dem Blicken in sein Herz traf. Sowas aber auch. Was suchte sie hier? Dieses Mal bist du es, der die Tür öffnet. Aber du bist es auch wieder, der zu Eis erstarrt ist. Vielleicht liegt's ja am Wetter. Während Schein mit aufgerissenen Augen dastand und nach Worten für eine Antwort suchte, ließ Gönül ihn einfach stehen und trat ein. Kurzer Sprung ins Gefängnis. Fluchträume. Schein erstarrte. Sein Mund war vertrocknet, keine Regung mehr in seinen Augen, die auf Gönüls zu Boden gesenkten Gesicht ruhten. Er fühlte ein feines, stechendes Reißen im Herz. Seine Augen füllten sich mit Tränen. Er hob den Kopf zum Himmel. Der war nicht mehr so klar wie am Morgen. Kleine Wolken überschatten das Blau des Himmels. Aber was soll ich ohne dich tun? Wie ohne dich leben? Und ich? Was soll ich tun? Gönül sah ihn an. Ihr fragender Blick ohne Antwort traf den seinen. So verharrten sie eine Weile.
Kurze Zeit später hört man den Feldwebel rufen. Die Besuchszeit ist beendet. Sie umarmten sich leblos wie zwei Gefängnismauern. Bitte lass das mit dem Ausbruch, wenn du mich nur ein wenig liebst. Ich liebe dich über alle Maßen, Liebste. Sie trennten sich. Am nächsten Morgen, sein Name erneut aufgerufen wurde, trat er frisch und munter auf den Hof, obwohl er nachts kein Auge zugetan und obendrein noch im Tunnel gearbeitet hatte. Diese so bedeutenden Augenblicke des Lebens wollte er so intensiv, so lebendig, so heiter, so glücklich wie möglich verbringen. Auch an diesem Tage würde der offene Besuch bis zum Mittag dauern. Der Reihe nach umarmte er jeden seiner Besucher, küsste sie auf die Wangen. Er lachte und scherzte immerzu. Er strich seinen Neffen und Nichten immer wieder über den Kopf, warf immer wieder einen Blick auf Gönhild, die neben ihm saß. Es ging ihr noch schlechter als gestern. Ihre geröteten Augen zeugten davon, dass sie kaum geschlafen hatte. Sie schwieg, sah die meiste Zeit zu Boden, fixierte dort gedankenversunken einen Punkt. Ihre Hand in der seinen war eiskalt. Einige Male beugte er sich an ihr Ohr und bat sie flüsternd, doch etwas zu sagen, aber umsonst. Er strich ihr mit der Hand über das Haar. Darf ich mir ein Haar von dir nehmen? Gönül schüttelte den Kopf, ohne aufzublicken. Dennoch nahm Shahin einige Haare, die ihr auf die Schulter gefallen waren, und legte sie zu Gönüls Foto in seine Brieftasche. Seine Schwestern kicherten. Kurz vor dem Ende der Besuchszeit wagte Shahin einen weiteren Versuch und flüsterte ihr ins Ohr. Hör mir bitte zu, Liebste. Zurzeit habe ich nicht im geringsten das Bestreben auszubrechen. Doch sollte ich eines Tages die Gelegenheit dazu haben, werde ich es bestimmt tun. Solltest du dich deswegen von mir trennen und dich scheiden lassen wollen, werde ich nichts sagen. Auch wenn ich unsagbar traurig wäre. Aber wenn du dir irgendetwas antust, dann verstümmele ich mir Arme und Beine und lebe so mein Leben weiter. Es ist mir vollkommen ernst damit. Das hatte er sich nächtens ausgedacht. Er kannte sie gut, ihr Herz war voller Liebe. Sie könnte in der Tat etwas Unüberlegtes tun. Eine solche Drohung würde sie jedoch davon abhalten. Abgesehen davon bluffte er nicht. In einer Welt ohne Gönül würde er sich selbst bestrafen, indem er als Krüppel weiterlebte. Gönül zeigte keinerlei Regung. So als hätte sie keine Kraft mehr, auf irgendetwas zu reagieren. Jetzt schon war sie nur noch ein Schatten ihrer selbst. Schließlich war die Besuchszeit vorbei. Sie erhoben sich. Shahin verabschiedete sich zuerst von den anderen, als letztes nahm er Gönül in den Arm. Sie ließ es, wie versteinert, mit herabhängenden Armen geschehen. Aus ihren Augen blickte das Entsetzen eines Menschen, der vor dem blutüberströmten Leib des geliebten Menschen steht. Schenk mir ein Lächeln, ein einziges Lächeln, bitte. Gönül lächelte nicht. Ihr war nicht danach zumute. Sie brachte die Kraft dazu nicht auf. Mehr tot als lebendig entfernte sie sich. Während Shahin ihr nachsah, war ihm, als entferne sich mit ihr auch das Leben aus seinem Körper. Wie nach jedem Besuch wartete er auf ihr Winken am Ausgang, das diesmal ausblieb. Er wollte ihr nachrufen, sie in die Arme schließen und sagen, dass er es sich anders überlegt hat. Am selben Abend war die Zelle vollzählig besetzt. Niemand arbeitete im Tunnel. Eine Versammlung stand an. Die Lautstärke des Fernsehers wurde noch ein wenig aufgedreht. Vor Beginn der Versammlung überprüften sie noch einmal ihre Sitzordnung. Die einen machten den Anschein, fernzusehen, andere gruppierten sich so, dass es nach einem Plausch aussah. Wieder andere blätterten demonstrativ in Zeitungen oder Büchern. Der eine, der auf einem der oberen Betten saß, tat zwar so, als sähe er fern, aber er hatte sich so platziert, dass er durch die Luke der Zellentür den Korridor im Blick hatte. Alle Ohren waren gespitzt. Es wurde eine Lagerbesprechung vorgenommen. Die Tunnellänge betrug etwa 85 Meter. Es war höchste Zeit, den Tag des Ausbruchs festzulegen. Die Diskussion darüber, ob 85 Meter ausreichend waren, währte nur zu kurz. Es herrschte Übereinstimmung. Sie waren mindestens 25 Meter über die Außenmauer hinausgekommen, das müsste ausreichen. Lebensmittel und Geldvorräte waren eingedeckt.
Die Anfertigung der Rückzwecke war abgeschlossen. Die Beobachtung des Außenbereiches beendet. Also stand der Festlegung des Ausbruchstermins und der Ausbruchsmodalitäten nicht mehr im Wege. Sie beschlossen, an den nächsten beiden Tagen, bis einschließlich Freitag also, den Tunnel hochzuführen und den Durchbruch bis auf den letzten 30 cm vorzubereiten und am Samstag, den 6. Juli, einen Durchbruch durch die Wand ihres Toilettenraums als auch die Zwischenwand zur Nebenzelle zu machen, für die, die sich ihnen von dort anschließen könnten, und in derselben Nacht aufzubrechen. Diese Vorbereitungen waren nicht sehr zeitaufwendig. So hätten sie noch Zeit, sich in den letzten 3 Tagen vor der Flucht ein wenig auszuruhen und Kräfte zu sammeln. Lebensmittel, Wegwerf, Klingen, Kamm und Spiegel, Nähzeug aus dem Klingen von Bleistiftspitzen hergestellte Messer, die sie auf dem Dachboden gehortet hatten, Aspirin, Schmerzmittel und Vitaminpräparate, die sie durch häufige Inanspruchnahme des ärztlichen Dienstes beiseite geschafft hatten, würden unter den Flüchtenden aufgeteilt, sodass jeder seinen Anteil in seinem Beutel auf dem Dachboden verstauen würde. Da sie keinen Kontakt mit eventuellen Fluchthelfern von draußen hatten herstellen können, blieb ihnen nicht anderes übrig, als es auf eigene Faust anzugehen. Das war's, der Rest steht im Buch.